Hallo liebe Kampfsportfreunde und willkommen bei Fighting Now. Ich weiß, das sind jetzt keine Breaking News mehr, aber ich möchte trotzdem nochmal drüber reden. Und zwar gibt es wieder Neues zur Thematik zwischen Mohamed Abdallah und Michael Smolik. Mohamed Abdallah hat auf das Statement von Michael Smolik nun reagiert. Und im Großen und Ganzen geht er auf die Vereinbarung von Michael Smolik ein. Michael Smolik hat 4 Forderungen im Vorfeld gestellt. Die erste war, dass alle Videos über ihn auf dem YouTube-Channel Ultimate Boxing runtergenommen werden. Die zweite war, dass das Geld, was oder die Gage, was Mohamed Abdallah und Michael Smolik verdienen würden in dem Kampf, für einen guten Zweck gespendet wird. Die dritte war, dass Mohamed Abdallah Michael Smolik in Ruhe lässt, quasi keine Herausforderungen mehr ausspricht. Und die vierte war, dass Michael Smolik dann entscheidet, wo, wann und wie der Kampf stattfinden wird. Und das sieht so aus, als ob Mohamed Abdallah auf diese Forderung eingeht. In seinem Video klang er wirklich sehr zuversichtlich, dass der Kampf zwischen Michael Smolik und ihm als nächstes ist. Natürlich, beide haben jetzt einen Kampf vor sich. Michael Smolik hat am 22. September sein Rematch gegen Enver Silva. Und Mohamed Abdallah boxt kämpft am 29. Oktober in Oberhausen bei der Infusion. Und beide haben natürlich 2 Kämpfe, die sie erstmal bestehen müssen. Und wenn beide dann erfolgreich waren, sieht es so aus, als ob dem Kampf nichts mehr im Wege steht. Natürlich steht noch lange nichts fest. Beide haben erstmal 2 Kämpfe, die sie bestehen müssen. Michael Smolik hatte leichte Schwierigkeiten im ersten Kampf gegen Enver. Jetzt im Rematch will er alles besser machen, aber man weiß nie, was passiert. Genauso wie Mohamed Abdallah. Er hat am 29. Oktober bei der Infusion in Oberhausen auch erstmal seinen Kampf gegen André Schmeling, den er bestehen muss. Aber sollten beide gewinnen und der Kampf findet wirklich statt, muss man an erster Stelle sagen, diesen Kampf haben die Fans auf die Beine gestellt. Oder natürlich an erster Stelle erstmal Darius von Ultimate Boxing hat das Thema als allererstes angesprochen, auf seinem Kanal, so wurde es publik. Und danach kam halt die große Nachfrage. Viele der Fans wollten den Kampf sehen, sowohl Michael Smolik-Fans als auch Mohamed Abdallah-Fans, und im Endeffekt konnte man den Kampf nicht mehr aus dem Weg gehen. Michael Smolik musste dann reagieren, ein Statement dazu abgeben, hey, weil die Leute auch nachfragen, auch seine eigenen Fans, hey, wie stehst du dazu? Guck mal, hier ist jemand, er fordert dich heraus. Und man muss natürlich auch nochmal sagen, es ist nicht einfach dieses Bellen oder Rufen nach Aufmerksamkeit von Mohamed Abdallah. Es ist dann auch einfach die Fans, die einfach den Kampf sehen wollen und überall kommentieren und unter jedem Video schreiben, hey, was ist mit dem Kampf? Michael Smolik soll mal reagieren. Und im Endeffekt ist genau das passiert, dass er reagieren musste. Und das zeigt einfach, wie viel Macht oder wie viel, was die Fans, wenn sie zusammenhalten, bewegen können. Denn die sind im Endeffekt diejenigen, die Tickets kaufen und Fernseher einschalten. Und wenn die unzufrieden sind oder abspringen, natürlich leidet dann der Sportler drunter. Zum Kampf an sich zwischen Michael Smolik und Mohamed Abdallah. Ich denke, es wird eine enge Kiste. Würde mich nicht wundern, wenn es ein Rematch geben würde oder sogar eine Trilogie. Ich denke, nach ihren bevorstehenden Kämpfen wissen wir mehr, wo beide stehen, wie man die beiden miteinander vergleichen kann. Michael Smolik muss erstmal gegen Enver gewinnen und Mohamed Abdallah muss erstmal gegen Schmeling gewinnen. Schreibt es mir in die Kommentare, was denkt ihr, wie würde der Kampf zwischen den beiden ausgehen? Gewinnt Mohamed Abdallah ganz klar oder seht ihr vielleicht doch Michael Smolik vorne? Das war's von mir und damit bin ich raus.